Wenn ich so richtig Musik hören möchte, dann kann ich mir keine gut gelaunten Songs anhören. Ich glaube, das bewegt mich dann eher, wenn es wirklich auch so eine Melancholie mitträgt. Hallo, ich bin Marie Bodma und ich bin heute bei Diffus und rede ein bisschen über meine Swimmingpool-EP. Wie bist du zum Musikmachen gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich war schon sehr lange oder sehr früh als Kind sehr musikbegeistert und habe die Platten von meinen Eltern rauf und runter gehört und ich war ganz früh auch schon im Tanzen und so sehr Pop-Bereich interessiert. Irgendwann habe ich in so einem Weihnachtsmusik die Maria gesungen und dann hat eine Frau im Publikum angefangen zu weinen, weil sie es so rührend fand, weil ich so wahnsinnig klein war. Und dann habe ich gesagt, ich muss wahnsinnig gut singen können. Und so habe ich mir das dann eingebildet. Dann habe ich irgendwann eine Gitarre bekommen und habe mir das so ein bisschen beigebracht und dann auf YouTube Videos gestellt und so lief das dann. Deine EP Swimmingpool ist kürzlich erschienen. Wie fühlt sich das an? Es ist ziemlich verrückt, vor allem weil ich irgendwie bei dem Release viel entspannter bin als bei all den anderen Releases davor. Ich weiß gar nicht wieso, weil es ist ja eigentlich was viel Größeres. Irgendwie habe ich da aber trotzdem gedacht, ja, jetzt ist das so abgerundet und irgendwie so fertig und ich bin so stolz und zufrieden, dass ich das irgendwie ganz gut und nicht so nicht so nerve-wracking anfühlt. Ich kleines International Girl. Wie ist es für dich, mit sehr privaten Texten in der Öffentlichkeit zu stehen? Es fühlt sich sehr gut an, weil diese Texte auch sehr, also das ist natürlich nicht alles, was so schwarz auf weiß steht, stimmt. Und dann baut man immer so ein bisschen was Fiktives rein, damit es nicht so ganz so weh tut. Aber ich kriege besonders viele Nachrichten von Menschen, die sich auch frisch getrennt haben und die halt sagen, krass, irgendwie ist es wie so diese 5 Stages of Grief oder sowas, wo man da so durchgehen muss und das fühlt sich dann ganz gut an und ja. Wie bist du auf den Titel Swimmingpool gekommen? Also für den Song, den habe ich relativ früh schon geschrieben in dem ganzen Prozess und auch mit Nina und ich war so, ich will irgendwas über eine Poolparty schreiben. Ich finde so Pool-Ästhetik extrem gut und es gab auch eben eine Situation, das vor ein paar Jährchen auf jeden Fall gewesen, wo ich einen Menschen ganz gut fand und da war auch immer was und dann waren wir auf dieser Poolparty gemeinsam und dann hat er aber vor mir mit einer anderen und dann war ich so und habe dann dieses Chlorbild genommen und witzigerweise ist, damals war ich mit meinem Ex-Partner auch noch zusammen, als ich den Song geschrieben habe und ich habe mir dann aber gleichzeitig auch gedacht, krass, ich merke schon, dass es wahrscheinlich nicht mehr so lange hält. Wie wird das bei unserem gemeinsamen Freundeskreis, dass man dann sich sieht danach und wie wird man sich dann so verhalten und deswegen war das so ein Mix. Und ich habe die EP so genannt, weil ich auch diese Swimmingpool-Ästhetik eben so toll finde und das irgendwie so dieses sommerliche, aber wahnsinnig melancholische durch diese blaue Farbe irgendwie, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und weil es irgendwie so ein ganzer Pool an Gefühlen ist. Wie würdest du die Zusammenarbeit und Freundschaft mit Nina Chuba beschreiben? Wir sind schon relativ lange befreundet. Damals hat sie auch noch nur Englisch gemacht. Und noch gar nicht Deutsch und voll schön, weil sich das so entwickelt hat. Und irgendwann kam sie mal und hat gesagt, ja, sie hat jetzt hier einen deutschen Song geschrieben und hat mir den so vorgespielt und ich war so, Nina, geh mit mir ins Studio, bitte. Bitte, wir müssen irgendwas schreiben, weil sie halt so eine tolle Sprache hat. Und dann sind wir ins Studio zusammen und haben einfach mal drauf losgelegt und schreiben ja wahnsinnig traurige Texte zusammen, aber dieses gemeinsame Google Docs ist total dumm, weil wir dann so irgendwie, keine Ahnung, an der Weggabelung und dann machen wir Scheideweg und dann kommt es nur noch in echt bescheuerte Witze rein und wir lachen uns kaputt und schreiben aber ja dann einen wahnsinnig traurigen Song. Also es ist sehr schön, ich liebe sie sehr, sehr, sehr doll. Könntest du etwas zu dem Hintergrund von Kugelsicher erzählen? Kugelsicher habe ich geschrieben in dieser Phase, sehr ungesunde Phase nach einer Trennung, in der man nicht so gern, also ich bin eigentlich ein sehr reflektierter Mensch, aber ich bin auch gut darin, einfach Sachen ganz schnell wegschieben zu wollen und mich damit nicht befassen zu wollen. Und man muss sich irgendwann damit befassen, weil sonst kommt man ja nie drüber weg. Aber da dachte ich mir, nee, jetzt bin ich komplett kalt und kühl und ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus und durch diesen Schutz quasi kamen wir dann auf dieses Bild vom Kugelsichersein. Alles prallt an einem ab, aber letztendlich ist das ja Quatsch. Wissen wir alle. Wie war der Videodreh zu Kugelsicher?
ziemlich krass, weil wir haben, das war ja ein One-Shot. Also das habe ich noch nie gemacht davor und wir mussten so 3 Stunden oder sowas haben wir geprobt, einfach so den Durchlauf. Das war total verrückt, aber ich hatte ja das Riesenglück, dass ich auch noch mit ganz erfahrenen SchauspielerInnen am Set war. Und dann war ich so, das ist total krass, irgendwie das mit zu beobachten und mittendrin zu sein. Und ja, sehr dramatisch, aber ein sehr schönes Video, finde ich. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Irre? Ich habe ihn schon länger verfolgt. Ich habe ja diese kleine Playlist, die ich selber mache. Und da habe ich ihn immer mal wieder mit reingepackt und habe gesehen, oh, das finde ich mega toll. Und ich finde, er hat eine ganz tolle, auch sehr melancholische Art und Weise zu rappen. Dann habe ich ihn einfach angeschrieben, bin ihm einfach gefolgt und habe so gesagt, hey, hättest du Bock auf ein Feature? Und er so, ja, schick mal rüber. Und dann habe ich ihm ein paar Songs geschickt und dann hat er sich Deadline selber ausgesucht, was jetzt im Nachhinein voll cool ist, weil er sich den Song ausgesucht hat, den einzigen, der nicht über meinen Ex-Partner ist. Also eigentlich dann wieder voll schön, dass ich so meine persönlichen Sachen habe und er hat so die neue Geschichte. Und genau, und hat dann einfach so seinen Rap-Part drüber geschrieben, recorded. Und dann war ich so, geil, let's do it. Und so kam das. Und dann haben wir uns erst zum Videodreh zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Hörst du am liebsten traurige und melancholische Musik? Ja, aber ich glaube, also ich höre natürlich auch so Happy Songs. Aber ich würde Happy Songs würde ich im Auto ballern oder beim Joggen oder sowas. Aber wenn ich so richtig Musik hören möchte, dann kann ich mir keine gut gelaunten Songs anhören. Ich glaube, das bewegt mich dann eher, wenn es wirklich auch so eine Melancholie mitträgt. Arbeitest du schon an neuer Musik? Ja, ich habe jetzt ganz viele, also ich spiele ja ganz viel live auch gerade, aber ich habe ganz viele Sessions geplant, dass ich eventuell ein Album Ende des Jahres abgeben kann. Das ist immer so ein Ding, man weiß nicht, ob man es schafft und wie sich das dann, wie das dann umgesetzt wird. Aber ja, ich schreibe schon ganz viel neue Musik und es wird auch gar nicht so lange dauern, bis wieder ein neuer Song kommt.